Hallo Volks und willkommen zurück zu Coral Island. Heute findet ein Fest statt, da sollte man sich vielleicht mal ansehen. Craftables. Dünger 2. Zack. Ja. Silberner Seetang. Kann da nichts mehr aufwerten. Rusty's Bowl. Damit hörst du schon Krotte, da weiss gar nicht, was denn da ist offen. Wir geben den Mais ab, und dann gehen wir dort schon weiter. Stop.
Frau für einen Tag. Einfach. Kennst du das sommerliche Wetter bisher? Hast du Lust auf ein Volleyballspiel? Als ich jünger war, haben mich Vater und Mutter im Sommer fast jeden Tag zum Strand mitgenommen. Vater hat mir im Wasser gespielt und Mutter hat Bananenkrapfen zum Naschen gemacht. Und am Ende des Tages haben wir immer Maiskolben von den Wagen gegessen. Das war so lustig. Papa meint, die großen Fische würden alle im Sommer rauskommen. Ich frage mich allerdings, wo sie sich im Winter verstecken. Einmal ist es mir gelungen, im Abstand von nur knapp 10 Minuten zwei Pinksnapper zu fangen. Ich frage mich, wo sie mich noch heute, wie ich das geschafft habe. Interagieren. Möchten Sie ein Festival zur Strandsäuberung veranstalten? Ja. Festival der Strandsäuberung. Juhu, Beach Cleanup Festival. Bist du sicher, dass du den Hauptreifen beginnen willst? Es ist noch Zeit, lustige Spiele auszuprobieren. Unser Ziel ist es, ein Recyclingzentrum zu bauen, das die Einheimischen nutzen können. Hoffentlich können wir unsere Jugend anleiten und sie können die Tradition dann weiterführen. Die Stadt erwacht im Sommer zum Leben. Das gefällt mir. Papa meint, ich sollte mit den Kindern aus meiner Klasse spielen, aber ich habe keine Lust dazu. Ich spiele eben manchmal gerne allein. Schützt du dich durch den Tag, Bombi? Ich spiele Volleyball mit der Familie. Ich will mal sehen, ob ich meine Frau immer noch besiegen kann. Es ist angenehm, draußen ein paar Sonnenstrahlen zu tanken, bevor sie untergehen. Daumen drücken, Mom, vielleicht passiert es ja nochmal. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob wir bei einem der Feste einen Stand aufmachen sollten. Wie die jährliche Strandsäuberung perfekt. Stimmt, wir könnten kalte Getränke verkaufen. Selbstgemachte Süßigkeiten, ich weiß nicht. Die Leute schwimmen und werden hungrig. So einfach und logisch. Aber Frank will es nicht mal andenken. Nicht genügend Mitarbeiter. Sam hat Lust auf gebratenen Reis und der ist einfach besser mit Schalotten. Wenn du ihn dir jemals selbst zubereiten wirst, du einer Meinung mit mir sein. Auf deiner Farm muss jede Menge Müll zusammenkommen, was? Wir leben beim Strand und es wird so viel Müll vor unsere Garage gelegt. Du kannst unsere Küche jederzeit benutzen, das ist in der Übernachtungsgebühr inkludiert. Gäste können unsere Küche und alles, was wir in der Lobby anbieten, mitbenutzen. Aber das weißt du natürlich, du warst ja diesen Sommer in unserem Gasthaus. Okay. Die Sonne ist heute zu grell, da tun mir die Augen weh, aber zum Fotografieren ist es vielleicht so gut. Hallo, reden? Abwaschen ist einfach nur lästig und es dauert ewig. Ehrlich gesagt würde ich stattdessen lieber den ganzen Tag kochen. Check, fast hinter der Scheune liegt ein Haufen Kokosnüsse.
Leute aus dem geschäftigen Teil, der mit den ganzen Autos und großen Gebäuden wahrscheinlich. Let's go. Ich würde rasten und mich mit heilen Quarzstein umgehen, wenn ich du wäre. Ich inhaliere einfach Positives, bis mein Körper vor Freude erfüllt ist. Ich ziehe es natürlich vor, lokal angebaute Bohnen zu verwenden, aber ja, nein, es gibt leider keine Auswahl. Wir können hier nur im Sommer Kaffeebohnen anbauen. Das bedeutet, dass ich einen Teil meiner Bohnen importieren muss. Frank, auf Coral Island sind die Lebenskosten wirklich gering. Ich glaube, du musst nicht viel verdienen, um ein angenehmes Leben zu führen. Viele Leute aus dieser Gegend pflanzen ihre eigenen Lebensmittel an. Vor der Gilde gibt es einen kleinen Garten und mein Onkel baut offenbar auch Sachen an. Interagieren. Start Tauziehen. Zieh am Seil, indem du wiederholt die Leertaste drückst. Kraftleiste. Die Leiste zeigt an, wie stark du ziehst. Je schneller die Taste hämmerst, desto schneller füllt sie sich. Start Tauziehen. Ja. Mach schon. Nein. Ein Pitz ist gewinnen. Nein. Sie sind bereits an diesem Spiel beteiligt. Ich habe heute überhaupt nichts vor. Spaß. Ich bin kein sehr guter Koch, aber ich versuche, wenn möglich, selbst zu kochen. Das ist gesünder. Okay, erzähl niemandem davon, okay, habe Taco letztes Wochenende mit Insekten herumspielen sehen. Aber als ich wieder hingesehen habe, waren die Insekten weg. Es ist so schwül heute. Ach du meine Güte. Dieses Mal macht meine Mama Eis von Tofu. Es war nicht gut. Nein, ich will keine. Karen, sieh mal, wer sie hier blicken lässt. Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Raina, guten Tag. Wie kann ich helfen? Kenne ich noch nicht. Du bist auch eine Hübsche. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Schrottvogelscheu. Hält Vögel davon ab, auf die Feldfrüchte loszugehen. Der Wirkungsradius beträgt 8 Felder. Rottenkappe in der Kostüm. Inventar. Ich weiß nicht, wieso mein kleiner Bruder sich ständig daran drinnen einschließt. Erkennt er denn nicht, dass der Sommer die absolute Zeit ist, um draußen zu verbringen? Okay, in der Sommerhitze ist es doppelt so schwer, die Tiere an die richtige Stelle zu bringen. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Nicht immer. Immerhin ist es das bereits hell, wenn ich morgens aufstehe. Und die drehe ich am Strand vor Qualen.
Da ich jetzt zu Hause bin, komme ich nicht mehr so oft dazu zu fliegen. Ich vermisse es. Ich würde zu gern wieder im Cockpit sitzen. Es liegt in unserer Verantwortung, uns für die zukünftigen Generationen um den Planeten zu kümmern. Findest du nicht auch? Im Meer gibt es Seetang. In der Nähe des Gasthauses gibt es eine Stelle, an der man tauchen kann. Sammle doch etwas. Seetang ist sehr nützlich für eine Fahrt. Ich muss meiner Mama sagen, dass sie ihren Hut suchen soll. Sie kann in der Sommerhitze nicht ohne Hut rum. Ich mache mir Sorgen, dass ihr irgendwo am See schwindelig wird und ich will nicht einmal daran denken. Kann man diesen Felsen besteigen? Gehst du tauchen? Jetzt gerade nein. Kann man diesen Felsen besteigen? Das ist das perfekte Wetter zum Tauchen, meinst du nicht auch? Kann ich dir was schenken? Vielen Dank, vielen Dank. Hast du gesehen, dass überall diese hübschen weißen Blumen blühen? Welche sind das bloß? Ich glaube, es sind Gänseblümchen. Sind das Gänseblümchen, denkst du? Warum ist es so heiß? Es wird von Tag zu Tag heißer. Dinda, ich fange an, mir ein bisschen Sorgen zu machen, wenn Archie bei seinem Essen pingelig wird. Melone. Vielen Dank, diese Melone riecht so süß. Ist die von deinem Hof, Umbi? Ja. Du sagst, ich würde es mögen. Haha, Scherz. Bla. Ich finde der Minigolfplatz, den Kugelfisch gebaut hat, ein toller Bereich nur für unsere Stadt. Neulich habe ich in der Nähe des Gasthauses einige Kokosnüsse gesammelt, aber ich habe sie noch nicht weiter verarbeitet. Was soll ich mit ihnen machen? Suraya, hier bleibt das Wasser auch am Abend warm. Nachts ist es nicht zu kalt zum Tauchen, aber im Sommer, ich weiß nicht, wie es in anderen Jahreszeiten ist. Kinder. Aber gut, dass es eine gesunde Appetit auf Aktivitäten im Freien hat. Du bist groß. Ah, danke, Wombi. Du bist so süß. Ich lasse meinen Haaren nur ungern runter. Das ist ständig im Weg. Ich muss sagen, heißes Wetter ist nicht so mein Ding. Da stehen mir die Haare zu werden wie Zuckerwatte. Diese Hitze ist so nervtötend. Ich fühle mich überhaupt nicht wie ich selbst. Kann ich noch etwas machen? Das ich verloren habe. Bist du sicher, dass du mit dem Hauptereignis beginnen willst? Es ist noch Zeit, lustiges Spiel auszuprobieren. Tarik Tambang.
Nein. Start Schwimmwettkampf. Spielanleitung. Schwimmen drücke dran. Halte den Aushalten, oder? Wenn sie leer ist, wirst du ohnmächtig. Schließen. Ja. Position 5. Scheiße. Ja. Hallo Wombi, danke, dass du uns hilfst. Jetzt ist dieser Ort weitaus sauberer. Lass uns das doch mit den anderen feiern. Mermaid. Festival ist bereits beendet. Die Sommerfotos von Coral Island sind ziemlich beliebt. Ich meine, so etwas will man ja eigentlich von einer Insel sehen, nicht wahr? Fröhliche Sommerstimmung. Okay.
Weniger Zistamina. Gute Nacht. Leonora, Mark, Noah, Suki.